Mal ein Doppelapfel. Doppelapfel. Moin Leute, herzlich willkommen bei den... Smoke Brothers! Heute mit einem neuen Video über das Ringe machen. Genau. Neben mir habe ich nämlich den Flo sitzen, den totalen Ringexperten. Deswegen übergebe ich jetzt mal das Zepter an den Flo. An den Flo. Zunächst einmal, wenn ihr Ringe machen wollt, dann braucht es ein kleines bisschen Übung. Also Ringe machen von jetzt auf gleich, das ist schwierig, sage ich mal. Ihr braucht erstmal ein bisschen Zeit, um das erstmal zu üben, so, weil es ist nicht ganz einfach. Vor allem für Anfänger ist es extrem schwer, finde ich. Weil ihr müsst halt euer Lungenvolumen halt komplett ausnutzen teilweise. Ihr müsst richtig atmen können, ihr müsst den Mund richtig formen und ja, das werden wir dann gleich alles ein bisschen im Detail besprechen. Deswegen zeigen wir euch erstmal ein paar Ringe. Deswegen wird jetzt mal ein bisschen geflext, vielleicht mit cooler Musik im Hintergrund. Und bis gleich. Schon, wer Ringe flexen kann, ist tausendmal cooler. Und ja, wir sehen uns gleich bei den genauen Infos, wie das Ganze funktioniert, ne? So Leute, jetzt mal aus einer anderen Perspektive, ne? Mal ein bisschen hier, ne? Bisschen Sommervibes hier, ein T-Shirt mal. Jetzt wird's nämlich warm. Jetzt wird's nämlich heiß, meine Freunde. Der gepflegte T-Shirt-Unterhaltung. So. Kommen wir jetzt erstmal zu unserem Ring-Tutorial, was überhaupt der Inhalt von dem Video ist. Nicht lange drum herum gequatscht. Und zwar die Ausatemtechnik ist ein bisschen wie bei der Physiotherapie in der Atemtherapie. Ihr müsst nämlich auf einen Laut ausatmen. Ist so ein leichtes Husten, könnte man sagen. Viele sagen ein K.O. aussprechen. Also bei mir so ein... ist, glaube ich, nicht das Geilste so. Deswegen, wie als würdet ihr husten, so nur ganz, 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 ganz sanft so. Deswegen kann das ja nochmal zeigen hier. Nichts Wildes. Ja, und das ist, glaube ich, mit so das Schwierigste von allen. Aber nicht das Einzige, weil dann kommt es natürlich auch auf eure Mundform an. Viele sagen Kussmund machen. Ich weiß jetzt nicht, wer so küsst. Soll es Leute geben, aber ihr habt jetzt schon gesehen, wie man den Mund machen muss. So, quasi den Mund wie nach innen ziehen, sage ich jetzt mal. Mund öffnen und halt nach innen ziehen, so. Dann hat man hier eine Form. Genau, dass ihr eine richtige O-Form habt, dass man auch praktisch die Zähne von vorne überhaupt nicht mehr sieht. Ihr müsst mit den Lippen die Zähne so ein bisschen verdecken und ihr könnt auch gerade, wenn ihr am Anfang das mit der Dosierung noch nicht so richtig raus habt, könnt ihr ruhig den Mund richtig zusammenziehen. Es kann auch sein, dass ihr dann irgendwann mal ein bisschen wie so ein Krampfgefühl habt. Ihr müsst halt euch erstmal richtig anstrengen mit der Mundform. Aber später, wenn ihr das dann mit dem Ring, mit dem Dosieren ein bisschen raus habt, könnt ihr da eher ein bisschen variieren. Je nachdem, wie die Mundform ist, wird nämlich auch die Größe der Ringe variiert. Jetzt wird zum Beispiel mal eine Pfeife ein bisschen heiß, dann muss ich jetzt mal eine Kohle runtergehen, weil sonst sterbe ich hier nämlich. Ja, da könnt ihr das auch schon üben, ne? Das die richtige Ausatemtechnik macht Över einfach 10 Kohlen in den Kopf rein, dann müsst ihr automatisch husten. Ja. Ach so, genau. Apropos Kohlen, Dampf, was auch noch ganz wichtig ist, ihr braucht richtig starken Dampf erstmal. Weil ohne geht's halt wirklich nicht. Wenn ihr nur leichte Ringe habt. Und der Raum muss auch absolut windstill sein. Wenn ihr da irgendeinen Lüfter, irgendwas anhabt, auch schon manche Kerzen durch die Hitzeentwicklung, weil warme Luft steigt natürlich nach oben, kann sein, dass es dann, Lüfter aus, schon so ein bisschen verwirbelt wird. Und gerade am Anfang ist es dann natürlich sehr schwer, Ringe zu machen, genauso wie draußen. Ist erstmal kaum möglich. So, jetzt hast du die eine Kohle in den Dings getan, die würde ich gerne nochmal nehmen. Fliegender Wechsel? Damit man hier nochmal ein bisschen
bisschen Hitze aufbauen. So, wir teilen uns die Kohlen. Gut, das ist die labile Zange. Ja, wie gesagt, kein Kunstwerk. Aber wenn ihr dann wirklich alles kombiniert, funktioniert das auch. Wie gesagt, üben, 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 macht euch ein Köpfchen an, ballert Kohlen rein ohne Ende, wie gesagt, mit einem Funnel und einem Kalaut bzw. einem HMD geht es halt nochmal tausendmal besser, als wenn ihr jetzt einen Kamin habt, mit einem, Steinkopf, denke ich mal, das, jeder Steinkopf hat halt wenig Tonkopf, ne? Wird auch gut gehen. Kann man in die Ecke stellen als Deko. Blumen drin pflanzen oder so. Tonkopf? Kommt schon. So ein Kaktus im Tonkopf, das wäre auch mal schön, ne? Ja, wie gesagt, jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung. Ihr braucht einen ordentlichen Kopf. Wie gesagt, geht auch mit Kamin, aber natürlich nicht so schön. Ihr braucht die richtige Ausatemtechnik bzw. Hustechnik. Je nachdem, wie man es halt sagen will. Mundform ist ganz wichtig und dann nochmal so ein kleines bisschen auf eure Kopfbewegung achten, dass halt nicht der Rauch vor eurem Gesicht ist. Ihr seht ja, wenn wir Ringe machen, machen wir die entweder von unten nach oben oder von links nach rechts oder von rechts nach links oder von oben nach unten. Einfach nur, dass der Rauch nicht vor eurem Gesicht ist, weil würde man jetzt stur den Kopf halten. Also für die anderen sieht es natürlich cool aus, ne? Aber, ja, aber man selber sieht halt nicht, was man macht. Deswegen. Es gibt dann auch noch verschiedene Varianten, diese Tricks, aber dazu kommen wir im nächsten Video, in dem es ein bisschen spezieller um Shisha-Tricks geht, beziehungsweise auch um ein paar Tools, womit ihr eventuell ein paar Tricks machen könnt. Aber dazu kommen wir später. So, das war's jetzt schon. Knackiges Ring-Tutorial. Ich hoffe, euch hat's geholfen. Ihr kriegt auf jeden Fall danach auch Ringe hin. Lasst ein Like da. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, folgt uns auf Instagram. Eure guten Rauch. Eure Smoke Brothers!